Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 16. Mai 2018? Neumond ist vorbei. Es hat die zunehmende Mondphase begonnen. Das bedeutet, dass Mond immer mehr Sonnenlicht empfängt und reflektiert uns weiter. Diese Phase, zunehmende Mondphase, eignet sich im Allgemeinen dafür, etwas starten, etwas beginnen, was vermehren soll, zunehmen soll. Aber das ist allgemein, wir sollen täglich informieren, ob da Hindernisse sind, ist das wirklich der richtige Augenblick, etwas zum Starten. Und wie sind die Bewegung, Sonne, Mond und Planeten, welche Einflüsse haben wir noch von Sternen? Sonne befindet sich in Tierkreis, Zeichen Stier. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreis, Zeichen Zwillinge. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreis, Zeichen Skorpion. Heute gibt es eine Besonderheit und das spüren wir in unserem Liebesleben und das ist die Bewegung der Planet Venus, was nichts anderes ist als in griechischer Mythologie Aphrodite, die Liebesgöttin, und heute hat eine Besonderheit. In unserem Sonnensystem befindet sich die Sonne im Mittelpunkt, nicht ganz in die Mitte, aber im Mittelpunkt. Und die Planeten kreisen um die Sonne. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Die bewegen sich aber nicht kreisförmig, sondern sie bewegen sich in elliptischen Bahnen. Und das bedeutet, dass in diesem Laufbahn ist ein Punkt, wo ein Planet ganz nah zu der Sonne befindet. Und gibt es auch einen zweiten Punkt, wo dieser Planet weit weg von der Sonne sich bewegt. Und es gibt ein Gesetz, und das ist eine von den keplerischen Gesetzen. Und Kepler hat es erkannt, auch beschrieben. Und Kepler sagte auch, wenn ein Planet näher zu der Sonne befindet, dann bewegt sich schneller. Wenn ein Planet weiter weg von der Sonne entfernt ist, dann bewegt sich langsamer. Und bei der Venusbewegung heute können wir erkennen, dass Venus erreicht in ihren Umlaufbahn einen Punkt, was am nähersten ist zu der Sonne. Und diesem Energiefeld, dieser Punkt nennt man Diamant. Das heißt, Venus befindet sich gerade in Diamant. Also nahe zu der Sonne und schneller als sonst. Also kommt in die Liebe schneller etwas in Bewegung. Und weil ganz nah zu der Sonne befindet, bedeutet auch, kommt in die Liebe Partnerschaft mehr Klarheit. Alles im Zwilling und das symbolisiert auch Kommunikation, Gespräche, so dass die Gespräche zunehmen oder wird über Liebe Partnerschaft jetzt auch gesprochen und kommt alles schneller in Bewegung als sonst. Und das ist die Besonderheit. Mond erreicht morgen Venus in Tierkreiszeichen Zwillinge. Dann morgen kommt noch die Mondenergie auch noch dazu. Und das eignet sich auch ganz gut, ein Liebesritual zu machen. Besonders, wenn es um Kommunikation geht, dass man endlich über Gefühle sprechen wird oder mehr Kontakt da ist. Und das sind die Themen, was wir mit einem Mondritual selbstverständlich unterstützen können. Dazu empfehle ich auch einen Halbedelstein noch, aber etwas noch über den heutigen Tag. Heute Vormittag spüren wir noch eine gewisse Unruhe, aber bis Mittag, Nachmittag beruhigt sich das alles und wir sehen etwas optimistisch. Wir haben die Tatendrang, die Begeisterung und wir möchten etwas Neues starten. Und alles, was wir heute Nachmittag beginnen,
wenn wir etwas Neues starten, das hat eine Wichtigkeit. Und welcher Halbedelstein passt zu dem heutigen Tag, zu dem heutigen Energie, das ist ein ganz besonderer Halbedelstein Aquamarin. Man erzählte, dass dieser Aquamarin kommt von einer Schatztruhe von einer Meeresjungfrau. Und tatsächlich heißt diesem Halbedelstein Aquamarin Meereswasser, Meerwasser. Und für was ist gut dieser Aquamarin? Erstes Mal ist Aquamarin ein Schutzstein, schützt vor negativen Einflüssen. Ist auch ein Heilstein, besonders bei Augenerkrankungen und bei Halsbereich. Aber Aquamarin gibt uns Kraft, Lebenskraft, stärkt Liebepartnerschaft, befestigt Liebepartnerschaft, schenkt uns inneren Harmonie, inneren Frieden und auch Weitblick. Und heute brauchen wir auch das Blick, also Aquamarin unterstützt die Weitblick und wie ich schon sagte, heilt Augenkrankheiten. Und wie könnten wir das vorstellen, wie ist die Heilung? Wir sollen Aquamarin im Wasser legen und wir können dieses Wasser auch trinken. Das ist auch gut zum Halsbereich und reinigt. Aber wenn wir noch Zitronen dazu geben und Kamille dazu geben, dann können wir diese Wasser, also Aquamarin Wasser mit Kamillen und mit Zitronen hautreinigend nehmen oder das in die Augen legen, weil das beruhigt die Augen, also heilt Augenkrankheiten. Aquamarin ist zugeordnet zum Tierkreiszeichen Wassermann, Tierkreiszeichen Zwillinge und Tierkreiszeichen Waage. Man sagt, es befreit auch, gibt auch Freiraum und natürlich auch Lebenskraft und hilft auch bei Wachstum und gerade jetzt bei zunehmender Mondphase, wenn wir etwas starten, was zunehmen soll, wenn wir ein Wachstum wünschen, dass bei diesem Wachstum hilft auch Aquamarin. Wir können Aquamarin entladen oder sollten wir entladen mit lauwarmen, fließenden Wasser und mit Sonnenkraft, mit Sonnenenergie aufladen. Zusätzlich können wir immer mit Mondkraft auch aufladen und immer berücksichtigen, welchen Tierkreiszeichen bewegt sich Mond und ist es abnehmend oder zunehmend. Jetzt bei Zwillingen sind die Gespräche, das würde ich betonen, Kommunikation und das zunehmend, also bei diesen Themen, hilft dann, wenn Aquamarin aufladen mit dieser Mondenergie und dann wirkt auch wie Amulett. Und morgen erreicht die Mond, die Liebesplanet Venus, wo Venus eine starke Energie ausstrahlt, jetzt wenn gerade in Diamant steht, beziehungsweise bewegt sich. Und dann können wir mit dieser starken Liebesenergie und mit Mondenergie, wo um Gefühlen geht, natürlich auch ein Ritual machen oder die Halbedelsteine aufladen, nicht nur Aquamarin, sondern dann würde ich auch Rosenquarz auch empfehlen, der Stein der Liebe oder bei Klärung auch Bergkristall. Und wie wirkt diese Energie für die einzelnen Tierkreiszeichen? Aber bevor ich noch das erkläre, habe ich fast vergessen, welche Einflüsse haben wir auf dem heutigen Mondbewegung. Die Hyaden und die Plejaden bestrahlen die Mondbewegung. Das sind die sieben Schwestern. Die sieben Schwestern sind die Hyaden und die sieben Schwestern die Plejaden und die sind Halbschwestern. Alle 14 sind die Töchter von Atlas und hier wird vermittelt die Schwesterliebe. Die Brüderlichkeit und diese Mädchen, diese Schwester weinen, weil ihren Bruder gestorben ist, in Brunnen gefallen und das sind die Tränen. Aber es gibt auch eine andere Erzählung, wo erzählt davon, dass es eigentlich die Freudestränen sind. Und gerade in diesem Bereich, wo auch die goldenen Tor, die Ekliptik befindet, die Hyaden, Plejaden,
geht es um auch unsere Einstellung. Sind wir optimistisch im Leben oder pessimistisch im Leben? Haben wir, welche Tränen haben wir? Tränen, die Traurigkeit oder Tränen, die Freude? Sind wir die Gewinner im Leben oder die Verlierer des Lebens? Hier fangen wir an zum Orientieren. Und Aldebaran bestrahlt auch die heutige Mondbewegung und das bedeutet ein Glücksstern, eigentlich einer von den königlichen Sternen und das ist die Auge des Stieres. Auge des Stieres, ja, dann können Sie fragen, was sucht Aldebaran bei den Zwillingen? Die Antwort ist ganz einfach, die Tierkreiszeichen sind unterschiedlich groß und die verschmelzen miteinander. Das heißt, Aldebaran, dieser königliche Stern, befindet sich im Stier. Das ist die Augen des Stieres, aber wirkt in diesem Bereich, wo die Zwillinge sind. Wenn ein Planet oder gerade Mond hier in diesem Bereich sich bewegt, dann bekommt ein Einfluss von Aldebaran und das bedeutet die Augen auf Augen öffnen oder etwas klar und deutlich sehen, etwas klar und deutlich erkennen. Und jetzt kommen die einzelnen Tierkreiszeichen. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont auf. Das bedeutet für die Stiergeborenen, etwas ins Licht zu bringen oder die Licht, die Wahrheit suchen und sehen und gesehen werden. Und heute ist es sehr, sehr wichtig. Erstens, weil Aldebaran wirkt. Zweitens, weil die Mond ist auch sichtbar. Also wir haben auch die Bedürfnis nach Sehen. Und welche Richtung sollen wir sehen? In die Richtung, wo wir gehen. Wir brauchen einen Plan und da sollen wir in dieser Richtung die Energie lenken. Aber wir brauchen auch eine Klarheit darüber, dass wir auch klare Entscheidungen treffen können. Noch was Besonderes, wirklich ganz, ganz Besonderes für die Stiergeborenen, Uranus befindet sich schon im Stier und es hat wirklich ganz, ganz große Bedeutung für alle Stiergeborenen. Jetzt kommen die Umbrüche und Veränderungen. Es sind keine Tagesereignisse, sondern Uranus ist einigen Jahren in Tierkreiszeichen Stier. Es wird noch dieses Jahr, Ende des Jahres, noch rückläufig für eine kurze Zeit, kehrt noch zurück in Tierkreiszeichen wieder, aber dann dreht sich um und wieder kommt zurück im Stier. Für die Stiergeborenen, speziell für die Stiergeborenen, beginnt jetzt eine Phase, die Veränderung und Umbrüche und es in allen Lebensbereichen ist möglich, eine neue Arbeit oder eine andere Richtung oder eine neue Beziehung oder ein Umzug. Ganz anderen Lebensumstände, das trifft speziell die Stiergeborenen. Für uns allgemein kommen die Veränderungen, die Thematik, was die Stiergeborenen vermitteln. Das ist das Geldsystem, das sind die Finanzen, die Besitz. Dann auch etwas in Besitz zu nehmen. Und dieses Bedürfnis werden wir haben in den nächsten Jahren, dieser Wunsch etwas in Tat umsetzen oder etwas in Besitz zu nehmen, all das, was uns wichtig ist. Und natürlich die Finanzsystem wird sich verändern. Und das ist die Uranus-Einfluss. Und natürlich die Gespräche nehmen auch zu, das ist auch ein Thema, Kontakte, Kommunikation, Gesprächen, klärende Gespräche, das sind gerade die Themen bei den Stiergeborenen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen können auch mit Veränderungen rechnen durch die Mondbewegung im Tierkreiszeichen Zwillinge. Natürlich nicht diese großen Veränderungen, was Uranus auslöst, aber kleineren Veränderungen im Alltag und einiges in Bewegung. Das erleben gerade die Zwillingsgeborenen und morgen trifft Mond und Venus hier im Zwillingen. Und wie ich schon sagte, eine ganz starke Liebesenergie. Und das ist sehr wichtig momentan für die Zwillingsgeborenen, weil das ist das wichtigste Thema gerade, Liebe, Partnerschaft. Und da kommt auch mehr Klarheit. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist ein Aufstieg
Und sie möchten auch etwas in Besitz zu nehmen, etwas befestigen oder sie brauchen Sicherheit und Stabilität und die nächste Zeit werden sie um die Finanzen kümmern und das wird auch ein wichtiges Thema sein. Es eignet sich auch ganz gut, Verträge unterschreiben, all das, was mit Finanzen zu tun hat, das verheißt auch Gewinn oder gute Verträge. Bei Finanzen ist es auch wichtig, die Werte, Wertschätzung und Selbstwertgefühl, weil das stärkt natürlich den finanziellen Fluss und kein Schuldgefühl, weil Schuldgefühl erzeugt Schulden. Die Tierkreiszeichen Löwen geboren ist ein gewisser Rückzug und sie kümmern um ihren eigenen Zuhause. Entweder weil sie brauchen die Ruhe, sie brauchen diesen Rückzug, in dem Ruhe liegt die Kraft. Und in die letzte Zeit haben die Löwengeborenen kraftlos gefühlt. Jetzt ist besser, es ist wieder die Lebenskraft da, aber immer noch ist dieser Rückzug wohltuend für die Löwengeborenen. Und einige Löwengeborenen kümmern um die Haus- oder die wohnliche Situation. Entweder verändern sie zu Hause etwas oder kommt ein Umzug oder einfach das Zuhause genießen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen verspüren die schöpferische Kraft und sie möchten das umsetzen in Realität. Die Ideen, sie bekommen gerade ganz tolle Ideen und da sind die Veränderungen indirekt wirkt hier Uranus auch direkt bei Stiergeborenen, aber das spüren die Erdeelementen, auch die Jungfrau geboren, auch die Steinbock geboren, dass Veränderungen kommen und etwas in Besitz zu nehmen, etwas stabilisieren, etwas umsetzen im Tat. Und die Jungfrau geborenen haben gerade tolle Ideen und das können sie zurzeit im Tat umsetzen. In die Liebe, Partnerschaft noch ein bisschen Geduld, bis eine bessere Zeitpunkt da ist. Man fühlt sich auch als Jungfrau geborenen jetzt gerade ein bisschen unsicher, besonders was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Ein bisschen Geduld noch, wenn Mond übergeht in Tierkreiszeichen Krebs und Venus auch dann im Tierkreiszeichen Krebs bewegt sich, dann wird eine sehr gute Liebesenergie sein für die Jungfrau Geborenen. Ein bisschen Geduld noch. Die Tierkreiszeichen Waage Geborenen verspüren Leichtigkeit in die Liebe, Partnerschaft. Sie haben auch Glück in die Partnerschaft. Was die Waage Geborenen ein bisschen bedrückt, das ist die berufliche Situation. Sie fühlen sich beengt. Viele Waage Geborenen möchten sich befreien von dieser Arbeit und suchen neue Wege, neue Möglichkeiten, beruflichen Chancen. Die Tierkreiszeichen Skorpion geborenen bekommen ihren Recht. Ein altes Thema kehrt wieder zurück. Entweder eine rechtliche Lage, ein Gerichtstermin oder die Gerechtigkeit und sie werden sich auch sich durchsetzen um die Gerechtigkeit und sie werden auch ihre Rechte bekommen. In der Liebepartnerschaft fühlen sich noch ein bisschen unsicher. Die Gefühle sind etwas durcheinander, aber wo sie Glück haben, das ist wirklich die Gerechtigkeit und ihren Träumen, Visionen, dass sie etwas vorstellen, die ideale Zustand, das etwas visualisieren oder ihre Sehnsüchte, Träume auch bewusst wahrnehmen. Vielleicht kommt ein Traumbild oder ein Eindruck oder kommt es intuitiv. Das ist sehr stark spürbar bei die Skorpion geboren. Und jetzt sollen Sie die Augen öffnen. Wie setze ich im Tat um? Weil das spiegelt das Leben für die Skorpion geboren. Also nicht nur vorstellen, sondern wirklich in die Tat umsetzen. Und nicht nur warten, dass die Ereignisse kommen, sondern selbst auch aktiv sein. Weil jetzt besteht die Möglichkeit, das in Form zu bringen. Die Tierkreiszeichen Schützen Geborenen ist die wichtigste Thema. Jetzt die Liebe, Partnerschaft, das ist die Spiegel, was die Schützen Geborenen bekommen, das in Ordnung zu bringen, im Gleichgewicht, im Harmonie. Das darf nicht einseitig sein, also nicht aufopfern und zu viel Emotionen zeigen und von anderen Seite kommt zu wenig, dann kippt die Gleichgewicht, aber auch nicht ganz zurückziehen. Sondern auch auf anderen zuzugehen. Das ist wirklich hier wie eine Apothekerschale, dieses Gleichgewicht zu halten in Emotionen und auch in Liebe, Partnerschaft.
Die Tierkreiszeichen an Steinbock geboren haben jetzt ein besseres Energie. Sie spüren auch, na endlich kommt mal die Bestätigung, das beruhigt sich auch alles. Und das fühlt sich etwas besser an momentan. Also das ist, diese Spannung ist vorbei und hat sich alles jetzt beruhigt und kommen auch die Bestätigungen oder die Anerkennung. Gute Gespräche sind auch oder eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Wassermann Geborenen setzen sie ihren Kraft ein in berufliche Situation und das verspricht auch Erfolg. Ab morgen bewegt sich Mars im Tierkreiszeichen Wassermann, natürlich auch wieder die Aktivität in erster Linie im beruflichen Umfeld. Aber das kann auch eine Liebesenergie bedeuten, weil Mars ist auch der Mann und Liebesenergie kommt von Zwilling, von Tierkreiszeichen Zwilling ganz gut. Auch für die Wagen geboren, auch für die Wassermann geboren. Sie spüren diese starke Liebesenergie. Alle drei Tierkreiszeichen gehören zum Luftelement, Zwilling, Wassermann und Waage. Und die haben in erster Linie diese ganz, ganz starke Liebesenergie. Also Glück in die Liebe, Partnerschaft bei die Wassermann geborenen. Mars bewegt sich bald hier einige Wochen lang in Tierkreiszeichen Wassermann. Das kann auch eine Begegnung sein, besonders bei Wassermann Damen bedeutet das etwas. Und das kann auch eine karmische Begegnung sein, immerhin die absteigende Mondknoten, was die alte Karma symbolisiert, bewegt sich auch im Wassermann. Die Tierkreiszeichen Fischen geboren bekommen auch ihre Rechte und sie haben auch ihre Vorstellungskraft und es kommt intuitiv und es sollen auf diesen Gefühlen hören und auch die Intuitionen hören, weil es ist eine sehr schöne fließende Energie und jetzt besteht die Möglichkeit, das Umsetzen im Tat, in Realität. Wo die Fischengeborenen ein bisschen Einschränkungen haben, das ist der Gefühlszustand momentan und die Liebe, Partnerschaft, ein bisschen Geduld noch, eine Venus- und Mondenergie von Tierkreiszeichen Krebs, dann kommt die Unterstützung und das nähert sich, also die Liebesglück nähert sich. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sind eher zurückhaltend, auch wenn sie versuchen, etwas in Bewegung setzen, aktiv zu sein. Das ist wie gebremst alles, es geht nichts voran. Aber diese Zeit ist keine verlorene Zeit, sondern wir sollen in die Tiefe schauen oder ausruhen oder etwas anschauen, was im Verborgenen liegt. Also eher dieses passive Verhalten, das ist die Stärke momentan für die Wiedergeborenen, obwohl für Wiedergeborenen das ziemlich untypisch ist. Aber das ist gerade der Vorteil, zurückhaltend sein, nicht so viel erzählen, sondern eher schweigen und in die Tiefe schauen und im Verborgenen suchen. Und da sind gerade die Schätze und in diese Richtung sollen wir Wiedergeborenen uns bewegen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop und noch die Blitzberatungen. Was ist es? Wie funktioniert es? Es sind E-Mails-Beratungen und es geht auch wirklich blitzschnell. Das heißt, ich schreibe mir ein E-Mail, stelle Ihnen Frage und ich beantworte das noch im selben Tag. Alle spätestens nächsten Tag haben Sie schon die Antwort. Mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.